Jo Leute, Autorotter hier. In nächster Zeit werden vielleicht ein paar Videos weniger kommen. Ich werde ein bisschen verhindert sein. Mehr dazu erfahrt ihr aber jetzt im Laufe des Videos. Da erkläre ich, was passiert ist. Ja, da hat der Otter mindestens 5 Atü auf dem Kessel gehabt. Denn die haben mich da so voll gepumpt mit Schmerzmitteln, dass ich so auf so einer Wolke geschwebt bin. Quasi als würde man mit dem besten Fox Factory Fahrwerk über einen wurzligen Trail fahren. Und wie ihr seht, das scheiße Labern um mein Mundwerk haben unter dem Sturz nicht gelitten. Das Einzige, was jetzt kaputt ist, ist tatsächlich hier mit meinen gelben Fingern. Der Sturz ist jetzt eine Woche her und ich wurde vor 2 Tagen operiert. Nee, gar nicht. Gestern wurde ich operiert und jetzt stehe ich hier und kann euch mal erzählen, was Sache ist, was eigentlich passiert ist. Und bevor es jetzt mit dem Video losgeht, will ich hier schon mal vorweg sagen, ich habe keine Aufnahme von dem Sturz. Also falls jetzt jemand hier den Sturz sehen möchte, den muss ich leider enttäuschen. Ich hatte an diesem Tag mir tatsächlich mal einen kamerafreien Tag gegönnt. Ich bin schon so lange nicht mehr ohne Kamera gefahren, dass ich gesagt habe, heute bleibt die GoPro mal im Schrank. Ich fahre heute einfach mal nur für mich und zack, passiert was in Anführungszeichen Spektakuläres. Möchte man ja trotzdem nicht, auch wenn man es filmt, aber nichtsdestotrotz kann ich euch genau erzählen. Ich kann mich nämlich noch genau daran erinnern, wie es passiert ist, an welcher Stelle und worauf vielleicht auch ihr, wenn ihr im Mehring unterwegs seid, nämlich genau an dieser Stelle achten solltet. Bevor es jetzt aber mit dem Sturz losgeht, möchte ich mich bei euch, bei der Community erstmal, so gut wie es hier geht, super herzlich bedanken. Ich habe mich mega, wirklich mega, Mandy Sadus Nomo, mega über eure Besserungswünsche, über eure ganzen Grüße und alles gefreut. Ihr habt so liebe Nachrichten geschrieben. Es war wirklich schön. Hat mir einfach den Abend versüßt. Ich lag auf der Couch mit Schmerzen und war ein bisschen traurig, weil ich wusste zu der Zeit nicht, wie lange ich ausfallen werde und habe dann eure ganzen Glückwünsche und Grüße gelesen. Und es hat mich einfach ein bisschen aufgebaut. Deshalb vielen Dank an euch, an die Community. Ein Gruß war übrigens auch dabei. Das war eine professionelle Fehleranalyse, warum ich gestürzt bin. Und bis dahin habe ich mich gefragt, warum bin ich eigentlich gestürzt? Und das war die absolute Analyse. Mir hat nämlich hier jemand geschrieben, ich zensiere den Namen, weil ich hier keinen, es ist eine Privatnachricht und das soll auch so bleiben, ich will hier keinen Shitstorm drauf provozieren. Ein gewisser Herr, der tatsächlich auch schon über 30 ist, in meinem Alter, hat mir geschrieben, du bist einfach zu fett. Ja, vielen Dank. Also Leute, wenn ihr mal stürzt, wenn ihr mal irgendeinen Fehler auf dem Fahrrad macht, irgendwas passiert, ist es wohl, weil ihr zu fett seid. Und jetzt mal Spaß beiseite. Das triggert mich. Das ist Bodyshaming. Ich bin eine schöne Frau mit Kurven, ja? Okay? Nee, Leute, jetzt mal Spaß beiseite. Ich bin mit meinem Körper und meiner Figur völlig im Reinen. Ich weiß, dass ich ein paar Pfunde zu viel habe, aber ich fühle mich einfach, naja, ein paar Kilo weniger würden nicht schaden. Aber ich bin einfach zufrieden mit mir selbst, wie ich bin. Und so ist das eben. Ich weiß auch nicht, ob diese Person das jetzt als Witz gemeint hat. Wenn ja, ist eigentlich auch so mein Humor. Vielleicht, wenn jetzt jemand gerade so ein Bild mit einem gebrochenen Knochen hier zeigt, würde ich das nicht schreiben, aber manche Leute haben ihren eigenen Humor. Falls es kein Witz war, ich. Es geht mir tatsächlich gar nicht darum, dass ich mich drüber ärgere. Ich finde nur, das ist ein Verhaltensmuster gegenüber anderen Menschen, das ich nicht unterstütze, aber das ist eben meine Meinung bei der Sache. Aber kommen wir jetzt endlich mal zu dem Sturz. Was ist passiert? Hierzu gehe ich mal nochmal einen Schritt. Mandy, mach doch mal deinen Job jetzt und bleib hinter der Kamera. Immer mit Profis arbeite. Stehe ich so? Ich meine dich mit Profis. Sieht man jetzt hier die imaginäre Tafel? Yes. So Leute, was ist passiert? Ich bin hier an dieser Stelle am Ende der Freeride-Line in Mehring auf die beiden Sprünge zugefahren. Die habe ich an diesem Tag mehrmals gemacht und die haben gut geklappt. Und da bin ich dem Melvin mal vorgefahren und wollte mal richtig einen raushauen. Hier jetzt eine Aufnahme aus einem alten Video, damit ihr seht, welche Stelle das ist. Und hier links, das sind ja diese Schieferplatten. Und ich hatte da gut eine Geschwindigkeit von ca. 40 km/h. Pi mal Daumen. Eine dieser Schieferkanten hat die Seite meiner Karkasse am Hinterreifen aufgeschnitten.
und mir ist einfach bei 40 km/h der komplette Hinterreifen geplatzt und ich bin einfach ohne Vorwarnung, plötzlich war das Rad unter mir weg und ich bin über den Lenker gegangen. Und das ging so unfassbar schnell, ich habe dann einfach reflexartig das Kinn auf die Brust, so habe ich mir das angewöhnt, Kinn auf die Brust und Arme hier und bin dann auch wirklich voll mit dem Arm eingeschlagen, habe mich noch mehrmals abgerollt und bin dann noch auf den Hinterkopf geschlagen und auf den Bauch gelandet, war auch kurz bedämmert und dann wurde ich wach und habe einfach nur noch, habe halt direkt gemerkt, die Hand war taub und ich hatte kein Gefühl mehr und da habe ich direkt gemerkt, okay, da ist irgendwas gebrochen. Ich weiß noch, ich lag da und habe, glaube ich, 20 Mal gefragt, warum, was ist passiert? Es hat sich echt angefühlt, als hätte da jemand einen Draht gespannt. Es war einfach plötzlich das Rad weg und ich konnte es mir einfach nicht erklären. Und ja, ist dumm gelaufen, aber ich bin wirklich froh nach diesem Sturz, dass ich so glimpflich davon gekommen bin. Das war wirklich eine echt, echt gefährliche Situation. Das hätte können wesentlich schlimmer ausgehen. Ich mach's nochmal vor, weil ich gerade während meiner Deckungshaltung aus dem Fokus war. Ja, und wie gesagt, da lag ich da und ja, da wurde mir auch direkt schlecht. Der Melvin hat mir dann den Helm ausgezogen und hat mir dabei fast den Kopf abgerissen, weil er vergessen hat, hinten das Rad aufzudrehen. Ich so, Melvin, zieh den Helm aus! Ich war komplett dann so ein bisschen auch in Panik geraten. Ich hatte mega Schmerzen und ja, da hatte ich zwei Leute vom Fach dabei, die Mandy und die Jenny, die beide hier in dem medizinischen Bereich tätig sind. Die haben mich dann beide vom Trail geschleppt. Der Melvin und der Peter haben mein Rad gesichert. Das Rad ist gerade auch in Reparatur beim Peter. Dazu gleich mehr, was am Rad noch kaputt ist. Ja, dann kam auch schon, da haben wir den Krankenwagen gerufen. Der kam dann auch relativ zeitnah. Ist halt immer, die müssen da erstmal den ganzen den Park finden und da den Schotterweg runterfahren. Ja, und dann wurde ich ins Krankenhaus gebracht. Da kam dann beim Röntgen schnell die Analyse. Das Handgelenk ist kaputt. Also tatsächlich ein stinknormaler Handgelenkbruch, kein Handwurzelknochen betroffen. Einfach hier Ellenspeiche, Radial, Dingsbums, Vorbereitung ist alles wie immer, ihr kennt's. Ich blende euch aber auch hier mal so ein paar Röntgenbilder ein, da könnt ihr euch das mal anschauen. Jedenfalls musste das auf der Stelle gerichtet werden, denn das war komplett verschoben. Daher auch diese mittelalterliche Foltervorrichtung, wo ich im Intro dranhang. Da hat man dann, deshalb war ich auch so mit Schmerzmittel vollgepumpt, weil das hat unfassbar weh getan. Da hat man dann diese, ich mach's mal mit der Hand vor, diese drei Finger in so Schlaufen gehangen, das dann mit einem Gewicht befestigt und somit musste die Hand circa 15 Minuten mit so einem Gewicht die gebrochene Hand an so einer an dem Teil hängen, an den Schlaufen. Und es hat sich einfach angefühlt im ersten Moment, bevor ich die Schmerzmittel hatte, als würde man mir die Hand abreißen. Und dann nicht so, nee, das geht nicht, das halte ich nicht aus. Gibt mir alles, was ihr habt, pumpt mich mit allem voll, klatscht mich so dermaßen weg, wie ich mich das letzte Mal bei meiner Abifahrt 2011 in Lloret de Mar, gibt mir alles, was ihr habt. Okay, jedenfalls, ja, da war ich ziemlich auf einer, wie gesagt, bin ich auf dieser Fox Factory Suspension Wolke über dem Wurzelteppich geschwebt und habe nicht mehr viel gemerkt und dann hing ich da drin und ja, dann kam die Ärztin, die war frisch aus dem Studium, war vielleicht 1,60 groß. Und ich kann euch sagen, dieses Mädel hat anscheinend ihr ganzes Studium Mario Party 64 gespielt, denn die hatte so eine Wahnsinnskraft in ihren Daumen und hat mir dann mit den Daumen den gebrochenen Knochen wieder so an die richtige Stelle gedrückt. Das war sehr angenehm. Leider war der Bruch dann doch ein bisschen verschoben. Es wurde dann nochmal untersucht, nochmal geröntgt und dann ist halt auch ziemlich schnell der Schluss gekommen. Das muss operiert werden, denn die Hand stand quasi so in diesem Winkel, die war zwar gerade und gerichtet, aber ich hätte die nie wieder richtig gerade machen können, deshalb ist die mit einer Schraube gerichtet worden, dass die hier wieder richtig steht. Und ja, das ist jetzt. Und jetzt die Frage, die mir auch viele gestellt haben, direkt nach dem Sturz, wann kannst du wieder aufs Rad? Das war auch eins der frühen Sachen, die ich mich gefragt habe. Das konnte ich bis dahin leider nicht beantworten, weil man kann halt nicht direkt nach dem Bruch sagen, okay, das ist an diesem Zeitpunkt um diese Uhrzeit geheilt.
Jetzt habe ich eine Diagnose und kann genaueres sagen, laut Arzt bin ich in 6 Wochen wieder fit und bereit fürs Fahrrad. Natürlich war das ein gebrochener Knochen, ne? Ich werde natürlich nicht wieder direkt auf die Trails können und wieder Drops ballern und alles. Also ich kann aufs Fahrrad, auf dem Radweg. Ne? Das gehen wir erstmal ganz, ganz langsam an und dann werden wir nach und nach sehen, wie das kommt. Ich werde mir da vielleicht auch so eine geile Schiene holen, irgendwas. Einfach mal schauen. Jetzt bin ich erstmal froh, dass das langsam wieder besser wird, die Operation gut überstanden ist und ich auf dem Weg zur Besserung bin. Ich sehe der Sache sehr positiv entgegen. Wie gesagt, ich bin bald wieder auf dem Rad. Ich denke, es wird noch genug Content kommen. Ah ja, contenttechnisch auch noch ein kleiner Punkt. Also ich habe noch 4 Videos sowieso vorproduziert. Da wird noch was kommen mit dem Biken mit Dominik zusammen. Da wird es noch mal ein Video aus Mähren geben, wo die Mandy komplett eskaliert. Dann wird es noch, Mandy wird generell ein bisschen öfter eskalieren in Zukunft noch. Was guckst du denn jetzt so? Und dann gibt es noch ein YouTuber-Treff zusammen mit dem Biken Ride, dem Tom, dem Marc Bartsch und auch noch mal dem Biken mit Dominik und der Benny. Da hatten wir einen tollen Tag zusammen in Stromberg. Ja, das sind mal so die Videos, die ich vorproduziert habe und ich werde ja jetzt nicht tatenlos zu Hause rumsitzen. Ich kann bald wieder mehr rumlaufen, dann ist das auch nicht mehr so geschwollen, da kann ich auch wieder eine Kamera halten. Ich werde am Samstag auch in Ottweiler am Start sein, auf dem Community-Treff von Leo Karst und werde da ein bisschen von außen filmen und ein paar Fotos machen. Also da werdet ihr mich wahrscheinlich dann auch sehen. Ja, und das war's soweit jetzt mit dem Video, mit meinem Sturz. Ich hoffe, euch geht's allen gut, wenn ihr das Video gerade schaut. Und nutzt die Zeit, nutzt das schöne Wetter, geht raus und fahrt Rad. Und übrigens, falls ihr neu auf dem Kanal seid, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Vielen Dank und dann bis in den nächsten Videos. Ciao.